Heute soll es um das Thema Selbstwertgefühl gehen. Einfach mal kurz gefilmt über die Kamera, weil mir dieser Impuls kam. Ich habe mir so ein paar Notizen eben gemacht zum Thema Selbstwertgefühl. Ich arbeite ja selber an mir ständig und habe wundervolle Frauen auch bei mir im Programm. Und wenn ich mit Frauen zusammenarbeite, kommen immer Impulse hoch, immer Punkte hoch, wo ich auch an mir selber arbeiten kann. Ich habe mir eben ein paar Notizen gemacht und dachte mir, das werde ich auf jeden Fall nochmal mit YouTube teilen. Und die Notizen werde ich euch vorlesen. Ich mache das Video kurz und knapp. Es muss jetzt nicht stundenlang über irgendein Thema geredet werden, das niemanden was weiterbringt. Ich hoffe, dass dich das weiterbringt nach dem Video, dass du mehr Selbstwertgefühl hast und dass du auch einen Weg hast, an dir zu arbeiten, den ich dir jetzt mit an die Wand gebe. Und zwar, Selbstwertgefühl ist immer connected mit deinem inneren Selbstbild von dir. Wir haben tief in uns ein Selbstbild von uns. Du kannst dich selber fragen, wie sehe ich mich selber wirklich? Am besten ist es, wenn du tief in dich mal reinfühlst, was du wirklich über dich denkst. Dass du denkst, ich bin ein Tollpatsch, immer stolperig, ich mache immer alles falsch, es kann doch nur nie mir passieren. Also was hast du wirklich für ein Selbstbild über dich? Wenn du ganz ehrlich bist, dann müssen wir ehrlich sein. Also dieser Selbst, also die Arbeit an sich selber, Persönlichkeitsentwicklung, ist manchmal auch schmerzhaft, weil du wirklich hingucken musst. Und das machen wir ungern. Nach außen ist alles gut, ich denke positiv, ist alles bestens, aber wenn du ganz tief reinschaust, siehst du, dass da ganz viel Scheiße drin ist, die raus muss. So, jetzt habe ich mir hier ein paar Notizen gemacht, die ich dir einfach vorlese, damit das Video nicht zu lang wird. Genau, was ist dein inneres Bild von dir? Schreib dir das mal auf, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, da oder dahin. Wie siehst du dich wirklich? Beobachte die Gedanken über dich selber. Bei mir war es früher, oder manchmal noch selten kommt es vor, wenn ich irgendwas falsch mache, dass ich sage, Gott, bin ich dumm. Ja? Meine Kinder erinnern mich mittlerweile schon daran, Mama, du bist nicht dumm, weil ich auch immer zu ihnen sage, sag nicht, ich bin dumm. Jedes Wort hat Gewicht. Und gerade ich bin, jetzt muss ich hier meinen Finger wegmachen von der Mikro, nicht, dass er mich nicht hört. Ich bin ist so ein mächtiges Wort. Und wenn ich sage, ich bin dumm, ist das ein Auftrag an mein Unterbewusstsein. Und meine Körperzellen scannen mich nonstop. Die scannen mich nonstop und arbeiten nach dem, was ich ihnen für eine Message gebe und meinen Gedanken. Ja, wenn ich mich mit Krankheit beschäftige, da hat Joey Dispenza tolle Arbeit geleistet. Da hat herausgefunden, wenn Werbung von Apotheken im Fernsehen laufen und es geht wieder um Erkältungen und die zeigen irgendein Erkältungsprodukt, ja, irgendeine Chemiebombe und bla 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 und erzählen da, dass daraufhin die Statistik hochgeht von kranken Menschen, weil sie unbewusst für ihr Unterbewusstsein geben, oh scheiße, es ist jetzt Erkältungszeit, nicht, dass ich krank werde. Und dann ist es ja schon drin, die Information im Körper. Und so ist es auch mit unseren Gedanken. Deshalb beobachte deine Gedanken und beobachte auch, wer sagt das. Ja, ich habe dann beobachtet, dass viele Sachen, ich von meinen Eltern, ja gerade Mama, Papa war viel arbeiten mehr mit Mama, dass da manchmal einfach Sachen kamen, die nicht so nett waren. Das heißt nicht so nett, ich habe eine liebevolle Mutter, wirklich sehr liebevolle Mutter. Aber ihr kennt das, wenn die Mama dann einen kritisiert. Mache ich auch mit meinen Kindern. Ja? Und das Kind speichert das dann natürlich dann ab. Das heißt, mein Gespräch mit mir selber, guck mal, wie siehst denn du jetzt wieder aus? Dann weiß ich, tiefer reingucken. Kommt das jetzt wirklich von mir? Weil die Mama will ja immer, dass das Kind gut aussieht, dass es immer gepflegt ist. Und wenn ich mit mir herablassend rede, wessen Stimme ist das? Bin das wirklich ich? Also beobachte deine Gedanken. Wer sagt das? Die Person verstehen, die vielleicht nicht liebevoll mit dir gesprochen hat, dass diese Person selber nicht, oder nie, also auf jeden Fall nicht, bedingungslos geliebt wurde. Ein Mensch, der bedingungslos geliebt wurde, wird nicht einen Mitmenschen verletzen. Okay? Wenn du verstehst, woher diese negativen Sätze über dich rauskommen und die Personen dahinter herausfindest, diese Person nicht verurteilen oder hassen, sondern liebevoll verstehen, dass sie einfach nur kein Vorbild sind. Warum brauchen wir das? Fürs Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein weiß, ich kann diese Glaubenssätze loslassen. Ich bin nicht dumm, ich bin nicht hässlich, ich bin nicht, keine Ahnung, tollpatschig. Es hat mir jemand gesagt, der selber kein Vorbild ist, der selbst nicht bedingungslos geliebt wurde. Ich kann diesem Leben Menschen segnen, ich kann ihm Liebe schicken, ich kann ihm verzeihen und mir selber verzeihen, dass ich das alles geglaubt habe, loslassen und somit mein Leben weiter transformieren. Es ist hier kein Kampf, wer hat mir Böses gesagt, guck mal, wie konnte diese Person nur, sondern es geht ums Transformieren, liebevoll transformieren. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau, nicht als Vorbild nehmen, diese negativen Sachen, die dir gesagt wurden, nicht glauben, und solchen Kommentaren kein Glauben mehr schenken. Es gibt immer noch Menschen wie Partner oder Mutter oder Vater oder Onkel oder Tante, die dir negative Kommentare immer wieder geben. Diesen Sachen kein Glauben schenken. Die ziehen dich nur runter. Es kommt oft von Menschen, die selber nicht erfüllt und nicht glücklich sind. Und sie meinen es nicht böse, sie wollen uns auch nur beschützen. Dein eigenes Selbstbild aufbauen, das mache ich auch in meinen Kursen immer, dass die Frauen ihr eigenes Selbstbild aufbauen. Das heißt, wie willst du wirklich sein?
Kümmere dich drum, dich damit zu beschäftigen. Wenn du es nicht tust, machen es andere Menschen und du glaubst das, was sie von dir glauben, was sie über dich denken, was sie zu dir sagen. Was willst du glauben? Welche Glaubenssätze willst du haben? Ich bin schön, ich bin erfolgreich, ich bin erfüllt, ich bin glücklich, ich sehe gut aus, ich bin zufrieden. Welche Glaubenssätze möchtest du in deinen Alltag immer wieder sagen, immer wieder sagen, immer wieder sagen? Das Leben ist leicht, es ist schön, es ist einfach. Solche Glaubenssätze, wenn du dir immer wieder sagst, diese Worte haben Gewicht, habe ich eben schon gesagt, die Worte haben Gewicht, sie haben eine Energie. Und wenn du es immer und immer und immer wieder sagst, wird das in dein Leben kommen, dass das Leben einfach ist, dass das Leben ein Spiel ist. Es ist schön. Ja? Ja, Frauen haben eine Neigung, die Meinung von anderen zum Maßstab des eigenen Wertes zu machen. Das ist krass, oder? Das, was ein anderer sagt. Männer nicht so viel, gibt es auch genügend, aber Frauen mehr, weil sie einfach von klein auf darauf trainiert werden. Ne? Du musst hübsch aussehen, guck mal, du siehst nicht gut aus, hast dich dreckig gemacht. Ein Mädchen darf doch nicht so rumlaufen und so weiter. Ein Mädchen darf nicht schreien, darf nicht wütend sein und so weiter und so fort. Und die Werbung weckt diesen Impuls. Ja? Und ich bin selber ein Opfer der Werbung. Wenn ich ein geiles Make-up sehe, wenn ich eine Frau sehe, die eine geile Figur hat, sehe ich schon, wenn ich nicht wach bin, dass ich da, oh mein Gott, ja, dann will ich auch so sein. Und dann wieder aufzuwachen, zurückzukommen. Ich bin einzigartig. Ich muss nicht so sein. Ich will nicht so sein wie eine von vielen. Ja, ich bin so, wie ich bin, einzigartig. Und du auch. Jeder einzelne von uns. Natürlich heißt es nicht, dass wenn du übergewichtig bist, du nicht abnehmen solltest, sondern wenn du den Impuls hast und sagst, ich würde auch gerne ein bisschen mehr abnehmen, dann natürlich dranbleiben. Aber es heißt nicht, dass du so werden musst oder sollst wie jemand anders, weil damit versteckst du dein Licht. Du bist schon etwas Besonderes. Was habe ich noch? Steh zu dir mit all deinen schlechten Seiten, Fehlentscheidungen und Kritik. Das ist auch ein Thema, was viele mit sich schleppen. Fehlentscheidungen hätte ich doch nur. Hätte ich damals nur nicht mich dazu entschieden, ja, keine Ahnung, diesen Mann zu heiraten, diese Ausbildung zu machen, mich auf diese Menschen einzulassen, diese Wohnung zu kaufen, was auch immer da ist. Liebe dich trotz allem und steh zu dir, egal was da war. Lass die Sachen los, lass sie zu. Wir können nicht dagegen kämpfen. Wenn sie sind, sind sie. Wenn etwas da ist, macht es keinen Sinn, dagegen zu kämpfen. Muss ich selber schmerzhaft lernen. Und frag dich selber, wann siehst du dich als gut genug? Das war auch eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat in meinem Leben. Wann sehe ich mich als gut genug? Ich habe gemerkt, nie. Tatsächlich nie. Immer leisten, 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 leisten. Und ich habe mich immer nie gut genug gefühlt. Und dabei musst du ihn weder leisten, du musst dich nicht hübsch machen, du musst gar nichts. Du bist so, wie du bist, ein wertvoller. Ein ganz, ganz wertvolles Wesen, sehr wertvoll. Allein, dass du hier bist, auf der Erde, hat schon, ist wertvoll. Es hat einen Grund, einen höheren Grund. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Wo ist die Kamera? Da oder da? Ich habe hier nämlich zwei Kameras und weiß nicht, wo ich jetzt hingucken soll. Nimm die Frage mit. Wann siehst du dich als gut genug? Unbewusst spüre ich immer noch, dass ich mich mit gewissen Menschen, wenn ich sie sehe, vergleiche und mich schlechter fühle. Das ist total schlimm. Es ist halt einprogrammiert, aber wir arbeiten dran. Wie gesagt, wenn du wach bist, dann kannst du dich transformieren. In solchen Momenten, ja, das hört sich komisch an, aber wache ich auf und denke, oh Gott sei Dank, warum tust du dich gerade vergleichen? Diese Frau ist wertvoll oder dieser Mann ist wertvoll und ich aber auch. Das heißt nicht, dass ich schlechter oder niedriger bin. Das ist aber ein Programm, das einfach in einem drin ist. Ja, da habe ich noch zum Schluss geschrieben, jetzt gut genug fühlen und täglich daran arbeiten, dass du jetzt wertvoll bist. Jetzt. Nicht, wenn du die Ausbildung beendet hast, nicht, wenn du viel Geld hast, nicht, wenn du ein Haus gekauft hast, nicht, wenn du irgendetwas im Leben erreicht hast, sondern jetzt kannst du dich gut genug fühlen. Probier es mal aus. Es ist auch für mich Arbeit. Das heißt nicht, dass ich mich zu 100% voll akzeptiere und liebe. Da sind immer noch kleine Kämpfe, kleine Ego-Kämpfe und auch ganz subtil, wo ich mich selbst nicht wirklich manchmal akzeptiere oder annehme, wo ich mich auch manchmal verstecke hinter einer Maske, wo ich nicht wirklich offen, authentisch und ehrlich bin, weil ich Angst habe, ich könnte dann kritisiert werden. Und das ist eine Arbeit, wenn du dranbleibst und ich auch, einfach dranbleiben, sich im Hier und Jetzt genug zu fühlen. Das tut so gut. Und wenn es auch nur ein paar Minuten im Alltag sind, ja? Manchmal sind es bei mir wirklich nur ein paar Minuten im Tag, wo ich mich bewusst mal hinstelle beim Geschirrspülen und sage, sag mal, du bist jetzt schon gut genug. Und dann sehe ich, das stimmt. Es stimmt. Allein, dass ich existiere, deswegen bin ich schon gut genug. Ich muss nicht darauf warten, dass irgendjemand kommt und sagt, sag mal, das hast du toll gemacht, du hast toll gekocht, du siehst gut aus und was auch immer. Hätte ich gerne, ja, mein Ego hätte das gern. Aber dass ich mich von jetzt an, jetzt sofort schon gut genug fühle, ohne irgendein Ziel erreicht haben zu müssen. Das tut so gut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Übt mal, ich werde euch die Fragen, oder vielleicht habe ich es auch schon eingeblendet, einblenden. Nehmt diese Fragen mit in euren Alltag. Euer Unterbewusstsein ist wie Google. Nur noch
schlauer. Stellt ihm gute Fragen, nicht Fragen wie ich bin, warum bin ich so dumm, warum bin ich so fett, warum bin ich so tollpatschig, warum bin ich so ein Pechvogel, sondern warum liebe ich mich so sehr? Warum sehe ich so verdammt gut aus? Warum habe ich so einen geilen Körper? Wisst ihr, was dann kommt? Du wirst automatisch dazu gezwungen zu trainieren. Du wirst automatisch gezwungen, dich gesünder zu ernähren, weil du so mit dir sprichst. Das hört sich total arrogant an, wenn du dich selber fragst, warum habe ich so einen geilen Körper? Auch wenn du den vielleicht gerade scheiße findest. Aber wenn du dich immer wieder fragst, kannst du auch eine andere Frage stellen. Wenn du sehr übergewichtig bist und dich nicht schön findest, wie schaffe ich es, meinen Körper mehr zu lieben? So eine Frage zum Beispiel zu stellen. Passt die Fragen für dein Leben an. Okay? Und dann wirst du auch Resultate sehen in deinem Leben. Ich wünsche dir, dass du dich wirklich liebevoll behandelst, dass du dich mit gütigen, mitfühlenden Augen und Gefühlen im Spiegel anschauen kannst, akzeptieren und annehmen kannst. Und lass dir gesagt sein, das ist eine Aufgabe, die nicht sofort klappt. Gerade wenn, guck dein Alter an, also ich bin jetzt 38 Jahre lang kaum selbst geliebt, da kann ich nicht innerhalb von einer Woche mich selber lieben, ist ja klar. Ich bin zwar seit ein paar Jahren dran, es ist schon viel, viel besser geworden, mich selbst zu akzeptieren, mich selbst anzunehmen. Aber es ist immer noch Arbeit, es ist immer noch ein kleiner Weg vor mir und ich finde das spannend. Es ist nicht langweilig, es ist so spannend. Es ist für mich nicht das Gefühl, ich bin noch unfertig oder ich bin noch nicht fertig, sondern ich bin mittendrin im Spiel und das ist spannend. Damit wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Fühl dich von mir umarmt und gedrückt. Ganz, ganz viel Liebe, ganz viel Mitgefühl und Dankbarkeit schicke ich dir hier über die Kamera. Und ich hoffe, dass wir uns bald sehen. Im Mai gibt es ein Seminar von mir und der Karin. Es wird noch nähere Infos geben auf jeden Fall. Einfach unten bei mir in meinen E-Mail-Verteiler eintragen. Komm auch Instagram in meine Instagram-Stories. Auch da werde ich nochmal live berichten, wann es soweit ist. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, auch dich privat sehen zu dürfen. Ja, privat zu treffen auf dem Seminar. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.